Willkommen bei den 2019er JAB Cast TV Awards. Ja, das letzte Jahr 2019 war ein spannendes Jahr für alle Autobegeisterten. Und du hast dir ein paar spannende Autos rausgesucht und daraus Kategorien gemacht. Und dazu werden jetzt die Awards. Wir haben insgesamt 9 Awards zum Verteilen. Wer gewinnt? Wer ist das schönste? Wer ist das hässlichste Auto des Jahres? Beginnen wir doch mit Kategorie Nummer 1. Diese lautet, es passt nicht zu unserer Firma, aber wir mussten es bauen, weil alle anderen so etwas auch bauen und es wurde ziemlich cool. Auf Platz 5, der Ford Mustang Mach-E. Auf Platz 4, der Porsche Taycan. Auf Platz 3, der vollelektrische Lotus Evija. Auf Platz 2, der Aston Martin DBX. Und Gewinner der Kategorie, es passt nicht zu unserer Firma, aber wir mussten es bauen, weil alle anderen auch so etwas bauen, aber es wurde ziemlich cool Award ist... Der Lamborghini Huracan Sterrato. Gratulation. Ich habe dieses Auto ausgesucht, da es ein Supercar ist, welches für Offroad-Fahren gedacht ist. Etwas, was die wenigsten Autobauer überhaupt probieren würden. Und deswegen hat er Platz 1 in dieser Kategorie. Dann die nächste Kategorie ist der Tesla Cybertruck Award für das hässlichste Auto diesen Jahres. Angefangen mit Platz 5. Dem Citroën C4 Cactus. Auf Platz 4 folgend der Hyundai Kona. Boah. Auf Platz 3 ein alter Bekannter, aber in neuem Form, der neue Nissan Juke. Auf Platz 2 der Toyota Mirai. Ist schon ein älteres Auto, aber ich habe das letztens als Taxi in München rumfahren sehen. Und ja, es ist ein Wasserstoffauto, aber es ist das hässlichste, was ich je gesehen habe. Aber auf Platz 1 mit weitem Vorsprung vor allen anderen Autos sind alle Kompakt-SUVs. Meine Fresse, ich verstehe nicht nur den Sinn hinter frontangetriebenen SUVs nicht, die nicht Offroad fahren können. Anscheinend hat auch keiner herausgefunden, wie man einen guten Kompakt-SUV designt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, aber die Leute kaufen es. Und warum ist der Tesla Cybertruck nicht hier? Das ist kein Auto. Ich sehe den Cybertruck nicht als Auto. Es ist ein Ding einer anderen Dimension. Also. Eine Spielerei von Elon Musk. Richtig. Die nächste Kategorie, der nächste Award, ist der Retro Auto Design Award. Ein bisschen seriöser diesmal. Auf Platz 5, der Bugatti La Voiture Noire, das teuerste Auto aller Zeiten. Auf Platz 4, der Alpine A110S. Wunderschönes Retro-Design. Aber auf Platz 3, sehr kontrovers, der Bugatti Cento Dieci, wie auch immer man ihn ausspricht, eine Hommage an den alten EB110, welcher ganz kurz das schnellste Auto der Welt war in den 90er Jahren. Auf Platz 2 der De Tomaso P72. Vorgestellt in Goodwood dieses Jahr, aber auf Platz 1. Trommelwirbel. Der Fiat 500. Seit Jahren das beste Retro-Design, das man auf den Straßen überall sieht. Und sie probieren sogar mit verschiedenen Sonderversionen das Auto noch mehr Retro aussehen zu lassen. Und im Vergleich zu, sagen wir mal, Mini oder so, ist der 500er doch die beste Umsetzung eines alten Kleinwagens. Also, ist ein schicker Kleinwagen. Der nächste Award lautet der Macht die Straßen Glamourös Award für das schönste Alltagsauto des Jahres. Auf Platz 5 das Peugeot 508 Coupé. Auf Platz 4 der VW Arteon. Auf Platz 3 aus Schweden der Volvo S60. Auf Platz 2 der allseits beliebte Alfa Romeo Giulia. Aber auf Platz 1, unerwartet, denn wir hatten einen vorher in den hässlichsten Autos, der Toyota Corolla, der neue. Der Toyota Corolla? Der Toyota Corolla. Okay. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie er die Straßen glamourös machen soll, aber du bist der Experte. Nun, es ist ein wunderschönes Design, aber im Vergleich zu allen anderen Autos so viel günstiger und wahrscheinlich werden so viel mehr davon verkauft. Also, wunderbar, dass Toyota ihn so schön gemacht hat. Der nächste Award ist der Barbecue Award. Was das bedeutet, das erklärt euch jetzt Jochen. Der Barbecue Award ist für den größten Grill des Jahres. Denn viele Autohersteller meinten, sie würden ihr Design verbessern, indem sie riesige, große Lufteinlässe an die Front ihres Autos bauen. Und die größten 5, die sind auf dieser Liste. Auf Platz 5, der gehasste BMW X7 und der 7er.
das neue BMW-Design ist wirklich nicht schön mit diesem riesen Grill. Also, warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Auf Platz 4 der Lincoln MXT. Stell dir vor, BMW-Nieren, die geteilt sind, aber noch größer. Das ist der Lincoln. Okay. Auf Platz 3 der größte verbaute Seriengrill auf einem Auto, der Lexus LM Van. Die gesamte Front ist ein großer Grill. Effektiv. Auf Platz 2 der Peterbilt 579 Platinum. Ein Truck. Also aber ein Truck unter Autos gemischt. Ja. Denn auf Platz 1, man würde meinen, was zur Hölle könnte da noch sein? Wir hatten einen Truck und wir hatten den größten Grill, der jemals verbaut wurde. Aber proportional gesehen ist der größte Grill der neue Toyota Avalon. Zum Glück nur verkauft in den USA. Also, es tut mir leid, Amerikaner, aber ihr habt das Auto mit dem größten Grill aller Zeiten. Was anderes war ja eigentlich auch nicht zu erwarten. Aber wir sehen, haben wir schaut schon wieder. Der zweite Award ein Toyota gewonnen. Ja. Toyota schneidet gut ab dieses Jahr. Nicht schlecht. So oder so. Der nächste Award handelt vom Schnäppchen des Jahres. Und es gibt eigentlich nur ein Auto, das das gewinnen kann, nämlich die neue Chevrolet C8 Corvette. Für jede Corvette, die unter 80.000 Dollar kostet, verliert Chevrolet Geld, weil sie ihn promoten wollen. Allein deswegen ist das schon ein Riesenschnäppchen. Außerdem ist er um eine Rennstrecke ja fast so schnell gewesen wie ein Lamborghini Huracan. Genauer gesagt die Nordschleife. Deswegen das Schnäppchen des Jahres. Dann als nächstes haben wir den Award die beste Motorsportentscheidung des Jahres. Viele neue Motorsport-News sind dieses Jahr vorgestellt worden, aber aus vielen wurden 5. Und auf Platz 5 ist die Herstellerwertung bei Top-Klassen in der VLN in 2020. Das Problem, das es gab bei den GT3 Langstreckenrennen, ist, dass viele Hersteller langsamer gemacht haben, damit sie durch die Balance of Performance ein schnelleres Auto für die 24 Stunden am Nürburgring haben, was ja der große wichtige Sieg ist. Auf Platz Nummer 4 die gemeinsamen Rennen der DTM und der Super GT. Die DTM haben für dieses Jahr eine Regeländerung gehabt. Anstelle von V8 haben sie ab diesem Jahr 2 Liter Vierzylinder Turbos gehabt, was dieselbe Regelung ist wie die japanischen Super GT Tourenwagen und deswegen ist ein Crossover zwischen den zwei Rennserien fast unvermeidbar gewesen. Auf Platz 3 ist die Balance of Performance bei den LMP1 Autos dieses Jahr. Die LMP1 war immer ein herstellerdominierter Sport. Audi und Toyota und Porsche hatten sich lange gestritten. Aber nachdem sowohl Porsche als auch Audi aus dem LMP1 Sport ausgestiegen sind, hat Toyota alles gewonnen und alles dominiert. Mit der neuen Balance of Performance wurden die Toyotas so langsam gemacht, dass jetzt auch andere Teams die Möglichkeit hatten, Rennen zu gewinnen. Auf Platz 2 die Formel 1 Regeln, die ab 2021 gelten sollen. Ja, auf jeden Fall. Die Autos dieses Jahr sind zwar die schnellsten, die es je gegeben hat, aber das Racing ist immer sehr langweilig, abgesehen von ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Hockenheim. Und deswegen hat die FIA neue Autos vorgestellt, welche, wenn sie hintereinander herfahren, das hintere Auto nur ungefähr 10% Abtrieb verliert. Somit soll engeres Racing möglich sein und außerdem gibt es jetzt Regeln, wo Ausgaben für große Teams limitiert werden, sodass kleine Teams mehr Möglichkeiten haben, vorne mitzuspielen. Und allein das verdient schon Platz 2. Aber auf Platz 1, und wir haben es schon öfters erwähnt in den monatlichen News und vielleicht auch schon in den Awards, die neue Le Mans Hypercar-Klasse für 2020. Diese neue Klasse sorgt dafür, dass wir nicht nur besseres Racing haben auf der Strecke mit Autos, die es auf den Straßen zu sehen gibt, sondern auch gibt es uns die Möglichkeit, viele neue Hypercars zu sehen und alleine das verdient schon Platz 1. Als nächstes haben wir im Angebot den Dolch. Elektromotoren sind für Leistung Award. Der schnellste Elektroauto Award. Es wurden viele Elektroautos dieses Jahr vorgestellt, mehr als in jedem anderen Jahr, aber wir sind nur interessiert in Speed. Und deswegen ist schon auf Platz 5 der NIO EP9 mit 1360 PS. Ja, Jochen, das kann ich toppen.
Auf Platz 4 haben wir den Rimac C2 mit 1900 PS. Aber auf Platz 3 ist der Pininfarina Battista, welcher denselben Antrieb hat, aber deutlich schöner zum Anschauen ist. Ja, Aussehen macht einiges aus, aber im Endeffekt kommt es dann doch nicht auf Leistung. Auf Platz 2 der Lotus Evija mit 2000 PS. Oh, eins der leistungsstärksten Autos, das hier gebaut wurde, aber es gibt noch einen, der besser war, und zwar der Aspark Ao, ein chinesisches Auto mit 2012 PS. Deswegen der Gewinner der euch Elektromotoren sind für Leistung Award. Es wird langsam kalt, also machen wir schnell, komm. Kurz vorm Schluss haben wir noch die schönsten Autos dieses Jahres für mich. Nun kommt der Wieso können nicht alle Supercars so aussehen Award. Auf Platz 5, einer meiner persönlichen Favoriten, der Lexus LC500 als Cabrio. Wenn ich das Geld hätte, ich würde mir einen kaufen, auf jeden Fall. Auf Platz 4 der McLaren 720S Spider. Die Front, die neue Front der McLarens ist einfach so viel besser wie die geschwungenen Lichter. Deswegen auf Platz 4 und auf jeden Fall verdient. Aber auf Platz 3 der neue Ford GT. Am Anfang etwas kontrovers, weil er keinen V8 mehr hatte, sondern einen V6. Aber im Aussehen-Department hätten sie das Auto fast nicht schöner machen können. Auf Platz 2 der Aston Martin Vanquish Vision Concept. Gesehen in Genf, ein geplanter Supersportwagen als Konkurrenz zu dem McLaren 720S Spider, ist es wahrscheinlich einer der am besten gelungenen Supersportwagen überhaupt. Aber auf Platz 1, und ihr habt ihn letzten Monat in unseren News gesehen, der neue GT von Ferrari, der Ferrari Roma. Ein so simples Design, keine großen Schnörkeleien, einfach nur schön. Man kann da stundenlang davor stehen und bewundern. Deswegen auf Platz 1. So, und bist du eigentlich ein BMW-Fan? Ja, BMW kommt ja schließlich hier aus der Umgebung. Allerdings haben sie in den letzten, im letzten Jahr ein bisschen sehr viel gemacht. Deswegen ist der letzte Award für heute der BMW Was zur machst du Award. Auf Platz 1 der neue 1er mit Frontantrieb auf Mini-Basis. Auf Platz 1 der neue 2er Gran Coupé, ein Gegner zu einem Mercedes, den sowieso kein Mensch möchte. Auf Platz 1 der neue X7 und 7er BMW wegen diesem überaus großen hässlichen Grill, auf dem man wahrscheinlich Steaks grillen könnte. Auf Platz 1 der neue BMW Concept 4, welcher das Design für den neuen 4er vorgeben wird, und es ist so hässlich, ich kann es nicht mal angucken. Aber ultimativ am Schluss auf Platz 1 der BMW Vision iNext, ein Elektro-SUV-Limousinen-Kombi-Van-Concept, in den BMW 400 Millionen Euro reinsteckt, um das Ding in echt zu bauen. Wenn der so auf den Straßen rumfährt, dann verlasse ich dieses blöde Land. Ah. Ja. Wir haben so einen Stress abgebaut hier. Puh. Das waren die Awards für die Autos 2019. Hoffen wir, dass die Ups und Downs von diesem Jahr im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen noch besser werden. Vielleicht nicht so viel Downs, mehr Ups. Mal schauen. Wir werden sehen. Es ist ja schließlich schon 2020. Und naja, schauen, was das Jahr uns bringt. Wir sehen euch in den nächsten monatlichen News. Bis dann. Ciao. Ciao.